belegen müssen. Ich bin Medizinstudentin und ich arbeite auf einer Intensivstation. Und jeden Sommer sterben mehrere tausend Menschen an den direkten Folgen der Klimakatastrophe. Weil die Klimakatastrophe ist nicht ein bisschen doof für die Eisbären oder nicht so gut für die Bäume. Die Klimakatastrophe ist eine Bedrohung für die Demokratie, für die Menschheit und vor allem tötet die mangelhafte Klimapolitik der Regierung auch gerade einfach jeden Tag Menschenleben. Und ich fordere die Regierung auf und alle, die in irgendeiner Regierungsverantwortung stecken, dass sie das anerkennen und das aussprechen, was die Wissenschaft seit 40 Jahren sagt. Dass die Klimakatastrophe eine Gefahr ist. Dass die Klimakatastrophe die eine Bedrohung darstellt. Und zwar eine massive. Für die Menschheit und für unsere Demokratie. Und dass wir endlich anfangen müssen, was dagegen zu unternehmen.